Hallo, hier spricht der Günther und ich darf Sie mal darauf aufmerksam machen. Netco holt den Ruhrpott ins Münsterland, in der Stadt Halle-Borch. Und der Ruhrpott, da bin ich die Stimme des Ruhrgebiets, der Günther Auslaub. Und ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen, dass wir einen schönen Abend miteinander verbrauchen können. Kurzwege, Mittelfeld, Ratzwatz, Maffetti, ich freue mich auf Sie und Sie auf mich. Danke. Wenn du in den Bahnhof reinkommst, ganz großes Schild. Kommen Sie, wann Sie wollen, wir fahren, wann wir wollen. Dann haben Sie keine Schalter mitten im Bahnhof, da haben Sie einen Counter. Hinter dem Counter steht dann ein Hermes. Eine männliche Person, männlichen Geschlechts. Es gibt hier einen Hermes und einen Segas. Im Grunde das Gleiche, aber Segas ist auch noch Cousin von Macarten. Stehen die da? Graue Buchse, blaue Jacke, rote Mütze am Kopf, Nachnamen, Gesicht erster Klasse. Vom ersten Blick denkst du, der ist von der Post. Personal ohne sinnvolle Tätigkeit. Post. Solche Leute muss jetzt eine kleben, damit die merken, dass es abgeht. Aber ich bin immer ganz vorne. Guck den an und sag, hör mal! War eine Fakkate. Da sagt er, das heißt nicht mehr Fakkate. Neuer Bahnhof, neue Ausdrücke. Wir sind die Deutsche Bahn. Börsen ambitioniert, wir machen Marketing. Ich sag, was für ihn? Marketing. Was hat denn? Rückwärts gesprochen heißt Marketing, Knitterkram. Da war er angezählt, hat ein Gesicht gemacht wie einer, der kennt 99 Stellungen, aber keine Frau. Also, tief Luft und Schnappatmung. Und sagt er, pass mal auf, Marketing ist, wenn du einen Huhn nimmst und den Huhn mit dem Hammer die Kralle platt raus. Und dann sagst du, das wäre eine Ente, das ist Marketing. Und wegen Marketing heißt Fakkate nicht mehr Fakkate, Fakkate heißt Ticket. Wo kriege ich ein Ticket? Am Fakkatschotter. Aus Marketinggründen haben sie auch keine Toilettenschilder mehr am Bahnhof. Da steht nur noch WC-Corner mit Wellnessbereich, damit die Penner nicht mehr wissen, wo der Lokus ist. Viele Leute schimpfen auf die Deutsche Bahn und sagen, die Deutsche Bahn ist ein Mafia-ähnliches Unternehmen. Aber da würde man der Mafia Unrecht tun. Die Mafia ist ein gut organisiertes Unternehmen und macht Gewinne. Und sie gehören dazu. Im Paradies musste der liebe Gott auch Menschen machen. Am ersten Tag hat er geübt, hat er die Bayern gemacht. Die sprechen bayerisch, die verstehen uns, weil sie Tagesschau gucken. Ungefähr besser gar nichts. Dann hat er nochmal geübt, am nächsten Tag hat er die Schwaben gemacht, die Schwaben schwäbisch. Da kannst du dich auch nicht unterhalten, da kannst du dich auch noch nicht was, da müsstest du verhungern. Die haben keine Pommes rot-weiß, die haben Maultasche rot-weiß. Die stecken sich die Kartoffeln nur ganz im Kopf. Ne? Was sie da ein Bier trinken müssen, Dinkelacker heißt das. Trinkt doch wie ein Friedhof wie Dortmund schon aus, Dinkelacker. Für die auswärtigen Gäste. Janos, ne? Das ist so ein Ort, da zahlen sie pünktlich deine Miete, dann kommt die Polizei und fragt, wo der Geld hängt. Hat er nochmal geübt, immer hat er die Kölner gesprochen, ne? Die sprechen Kölsch. Muss man probieren, Kölsch, da muss er schon Wasser im Mund nehmen, gurgeln und gleichzeitig sprechen. Ganz tolle Stadt in Köln. Wenn die 10% von der Energie, die sie kann oder packen, in ihre Arbeit stecken würden, würde die Stadt richtig aufblühen. Dann sind wir nicht in der zweiten Liga. Ja, die haben ja auch kein richtiges Bier. Die trinken diese Nierenspülflüssigkeit, Kölsch. Das einzige Getränk, was den Körper nur 10 Minuten später mit einer anderen Temperatur wieder verlässt. Geschmack und Farbe bleibt gleich. Also wir sind schon sehr praktisch hier und wir haben ja auch Fremdsprachen. Wir haben ja gemerkt, bei unseren Kindern zum Beispiel, in der Bildung liegt die Zukunft. Dann haben wir gesagt, wir müssen unsere Kinder mehr lernen. Das Theater ist gegenüber von der Grundschule, dann hörst du das. Die wachsen hier zweisprachig auf. Dann ruft Kevin zu Chantal, hör mal, sag mal auf Italienisch. Bonjour, das war Englisch, würde ich gut. Das hat ja heute groß in der Zeit, und Viertklässler sind wieder die Besten. Und ja, manchmal weiß ich nicht, ob das denn so stimmt, aber... Ich sehe das ja morgens hier aus dem Fenster, wenn die da ankommen. Ne? Wir hatten das ganze Leben lang Zeit, fett zu werden, die kommen schon nicht in die Schule. Da kommen dann morgens um 8 diese Milchschnittpöte angerollt. Dann gehen die Treppe hoch, die Steinstufe quietscht bis auf andere Straßenseite. Wenn die Fahrstuhl fahren, egal auf welchen Knopf die drücken, sind sie nicht mehr im Keller. Karneval gehen sie als billiger Herzbruch. Wenn die Schule zu Ende ist, kommen die nach Hause und da liegt ein Zettel auf dem Tisch. Essen ist im Kochbuch, Seite 42. Dann nehmen sie ein paar Euro aus dem Sparschwein und gehen in ein schottisches Spezialitätenrestaurant. Enze Donato wieder die Maß.
Bei der nächsten Familienfeier sagst du, hier sind meine Kinder, wie Gott sie schuf und McDonalds sie formte. Ich habe da gar kein Messer und Gabelkontakt in den Restaurant. Die schieben die Kohle in der Theke, da kommt eine Tüte Mampfe zurück, da packen sie mit beide Hände rein und drücken sie alles in eine Scheune. Gibst du denen eine Roulade von Oma mit Messer und Gabel zu essen, schneiden die sich die ganze Fratze kaputt. Und hinterher siehst du noch nicht mal Sinn, die klammern in den Gesicht aus dem Notaufnahme Krankenhaus oder das Piercing, was sie vorher im Kopf geschaut haben.